winzige Schuppen in verschiedenen Farben auf dem Flügel eines Schmetterlings. Der Schwalbenschwanz ist einer der größten und schönsten Schmetterlinge in unseren Breiten. Schmetterlinge flattern sehr schnell über die Blumenwiesen. Erst in Zeitlupe erkennt man richtig, wie sie fliegen. Schwalbenschwanz, Blaukernauge, Zitronenfalter, Bläuling, kleiner Fuchs. Die Falter ernähren sich vom Nektar der Blüten. Ein junger Schwalbenschwanz bevorzugt Grünzeug. Dieses Tier und dieses. Sogar dieses merkwürdige Etwas. Sie alle sind ein und dasselbe Lebewesen. Ein Schwalbenschwanz. So unterschiedlich? Wie kann das sein? Im Mai suchen die Schwalbenschwänze einen Partner. Hinterleib an Hinterleib, so sieht die Paarung bei Schmetterlingen aus. Das Männchen überträgt seinen Samen und befruchtet so die Eier im Körper des Weibchens. Etwa 50 Eier reifen im Hinterleib des Schwalbenschwanzweibchens heran. Die Eier werden einzeln abgelegt, bevorzugt an Doldenblütlern. Damit es die Eier wirklich nur auf eine Pflanze legt, die ihr Nachwuchs auch mag, macht das Weibchen noch einen Geschmackstest. Die Füße von Schmetterlingen sind mit Geschmackssinneszellen ausgestattet. Dann schreitet sie zur Tat. Ein Ei. Während sie weiterzieht, um ihre restlichen Eier zu verteilen, härtet die Schale des ersten bereits aus. Der Embryo darin wird allmählich größer. Schon nach wenigen Tagen regt sich was im Ei. Die kleine Raupe nagt sich ein Schlupfloch. Nach dem Schlüpfen ist die Eihülle ihre erste Mahlzeit. Nichts wird verschwendet. Die Eihülle enthält Eiweiß und Chitin. Baustoffe für die Haut der Raupe. Auf den Blüten der Wiese herrscht im Frühsommer Hochbetrieb. Ein Stockwerk tiefer, auf den Blättern und Stängeln, sind die Raupen zu Hause. Ihre wichtigste Aufgabe: Fressen, fressen, fressen. Ganz so schnell geht es in Wirklichkeit nicht. Wir haben den Film hier etwas beschleunigt. Aber es zeigt, wie viel Pflanzenmaterial so eine kleine Raupe in kurzer Zeit verputzen kann. Nicht nur Insekten tummeln sich auf der Wiese, auch Spinnen.
Die Wespenspinne hat Nachwuchs und der beginnt gerade die Umgebung zu erkunden. Die Babyspinnen sind zwar keine echte Gefahr für die Raupe, aber sicher ist sicher. Deswegen fährt sie ihre Abwehrwaffe aus. Die Nackengabel verströmt einen abstoßenden Geruch, der Feinde abschrecken soll. Das Blütenangebot ist groß, die Konkurrenz auch. Die Raupe ist gewachsen, ihre Haut jedoch nicht, darum muss sie verlassen. Etwa eine Woche nach dem Schlüpfen häutet sich die Schwalbenschwanzraupe zum ersten Mal. Jetzt ist sie nicht nur größer, sondern auch bunter. Der alte, schwarze Kopf muss noch abgestreift werden. Die neue Haut muss an der Luft härten. So lange verhält sich die Raupe möglichst unauffällig. Ein Reseda-Weißling auf dem Weg zur nächsten Blüte. Das Taubenschwänzchen saugt Nektar im Flug. In der Zwischenzeit hat sich die Schwalbenschwanzraupe ein weiteres Mal gehäutet und ist noch größer und farbenfroher geworden. Sie ist jetzt erst 3 Wochen alt. Dass sie so schnell wächst, verdankt sie vor allem ihrem unstillbaren Appetit. Wilde Möhre, Dill, Fenchel oder Bärenklau werden mit Stumpf und Stiel vertilgt. Nach insgesamt 4 bis 5 Wochen Fressgelage wirkt die Raupe schon fast übergewichtig. Jetzt ist Schluss mit dem Fressen. Zeit, die Futterpflanzen zu verlassen und sich ein gutes Plätzchen für den nächsten Entwicklungsschritt zu suchen. Die Raupe spinnt einen seidenen Faden. Das Hinterteil wird fest am Stängel verankert. Den Oberkörper zwängt die Raupe in den Gürtel aus Seidenfäden. So gesichert häutet sich die Raupe ein letztes Mal. Der Vorgang kann eine halbe Stunde dauern. Deshalb hier beschleunigt im Zeitraffer. Nun kommt aber keine größere, noch farbenfrohere Raupe zum Vorschein. Der heranwachsende Schwalbenschwanz hat seine Form komplett verändert.
Aus der Raupe ist eine Puppe geworden. 1-2 Wochen lang hängt sie völlig regungslos da. Dann bewegt sich plötzlich etwas. Aus der Puppe ist ein Schmetterling geschlüpft. Die krabbelnde Raupe hat sich in einen flugfähigen Falter verwandelt. Nun noch die Flügel strecken und trocknen. Dann kann sich der Schwalbenschwanz zum ersten Mal in seinem Leben in die Lüfte schwingen. Das erste Ziel, zu dem ihn seine zarten Flügel tragen, ist ein Ort, an dem er sich stärken kann. Und dann macht er sich auch schon bald auf die Suche nach einer Partnerin. Ihm bleiben dafür nur 2 bis 3 Wochen Zeit. Dann ist das Falterleben bereits zu Ende. Nur wenn es zuvor zur Paarung kommt, beginnt der Kreislauf des Lebens von vorne. Die Weibchen legen ihre Eier ab. Daraus schlüpft Mitte Juli die nächste Generation. Auch sie frisst, wächst und häutet sich 4-mal. Ende August verpuppen sich die Sommerraupen. Doch im Herbst gibt es kaum Nektar für Schmetterlinge. Und im Winter schon gar nicht. Deshalb ist die Verwandlung der Puppe zum Falter vorübergehend auf Eis gelegt. Natürlicher Frostschutz im Körper lässt sie den Winter überleben. Und wenn dann nach der Schneeschmelze im Frühjahr wieder die Blumen blühen, klettert auch aus dieser Puppe ein wunderschöner Schwalbenschwanz. Eine schier unglaubliche Verwandlung von der Raupe zum Falter.